Und du bist verantwortlich und das wird dich einholen irgendwann. Jede Kleinigkeit, jeder Klick, der irgendwie illegal ist, wirkt sich auf andere Menschen und auch auf dein Leben dann im Endeffekt. Also bist du jemand, der sagt, geht gar nicht erst rein, ladet euch nicht den Tor-Browser? Oder bist du jemand, der sagt, doch, Erfahrung schon machen, aber es gibt ein paar Dinge, auf die man achten sollte? Doppelter Espresso mit Tom Platzer und heute auch mit Martin The One Frost. Martin, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Dass du heute mal wieder da bist. Diese Woche ist dein neues Buch rausgekommen, Out of the Dark, im Finanzbuchverlag. Und vielleicht ganz kurz zu dir, für die Leute, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, magst du es selber erzählen? Vielleicht ganz kurz zu deinem Background? Ich kann es ganz kurz selber erzählen. Ja. Ich war ja schon mal bei dir, der ein oder andere hat mich schon mal gesehen. Im Endeffekt ist es so, ich habe einen Darknet-Marktplatz gehabt, den zweitgrößten der Welt, laut der Anklage auf jeden Fall, mit zwei Mittätern 2019 verhaftet durch die GSG 9. Letztes Jahr 7 Jahre, 9 Monate bekommen in erster Instanz. Wir sind aber aktuell in Revision und deswegen bin ich jetzt noch draußen, hatte halt auch die Möglichkeit, jetzt das Buch zu schreiben, da auch diese ganze Story irgendwie reinzubringen und das ist halt jetzt nicht so eine reine Biografie, sondern es sind halt viele Sachbuchanteile drin. Mhm. Also was ist das Darknet, wie funktioniert das überhaupt, wie gehen Cyberkriminelle vor. Ne? Ja, und wahrscheinlich, was das Urteil angeht, warten wir jetzt aktuell einfach noch auf dem BGH. Mhm. Und du machst ja also viel Medienarbeit. Ich glaube, die Leute kennen dich nicht nur aus unserem Video, sondern mittlerweile bist du ja viel unterwegs. Du bist im Fernsehen, du bist bei verschiedenen YouTubern mit in den Videos und kennst dich natürlich super gut mit dem Thema Darknet aus. So, jetzt hast du, klar, mit dieser Story, also wer könnte besser drüber reden, na, gleichzeitig auch jemand, der auch so ein bisschen Präventionsarbeit, sag ich mal, leisten möchte. Was ich mich halt frage oder worüber ich einfach heute mit dir sprechen will, ist diese ganzen Service-Dienstleistungen im Darknet. Okay. Ich meine, wir haben ja auch schon eine Menge Videos gemacht. By the way, das Buch, ich werde es jetzt hinlegen, ihr könnt es vorbestellen, es ist unten drunter verlinkt. Es ist diese Woche rausgekommen, ja, auf jeden Fall an der Stelle abchecken. Ich selber werde es mir jetzt auch komplett durchlesen, wer noch mehr zu dieser Story haben will. Jetzt aber zum Darknet. So, wenn du bei YouTube eingibst, dann findest du eigentlich nur baitige Titel. Haben wir selber gemacht. Ne? Ich habe einen Hacker engagiert, ich wurde gehackt. Aber tatsächlich sind das Dinge, die ja wirklich passiert sind. Jetzt findest du aber auch viele Videos, sage ich mal, der Killer-Clown. Oder was passiert auf TikTok? Gibt es immer diese Mini-Clips so, ich habe eine Mother im Darknet bestellt. Dann kommt irgendwie so eine Zombie-Frau oder so bei so Teenagern nach Hause. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, also unglaublich viral gegangen. Ich kenne das. Irgendwie so, also wirklich so Zombie-Kostüm an, diese Jungs stehen da so, ja, machen so die Tür auf und die geht so in die Küche, fängt so an zu kochen und die Jungs sind so, oh mein Gott, wir haben jemanden im Darknet bestellt, bla bla bla. Und viele weitere von diesen Videos, die im Endeffekt aussehen wie ein Horrorfilm. Ja, und guck mal, das ist halt so genau das Ding und das probiere ich auch so ein bisschen so dagegen zu wirken, weil Darknet wird natürlich im Mainstream, auch aufgrund eben solcher Darstellungen, einfach so komplett als schlecht, kriminell und böse gesehen. Mhm. Also wenn du jetzt rausgehst und irgendwie jemanden draußen fragst, der sich irgendwie nicht beschäftigt mit dieser Thematik, der sagt dir Darknet, boah, Waffen, Horror, so, das, so wird es assoziiert. Ne? Es gibt Artikel und Videos, die heißen genau so. Ne? Natürlich. Geh nie ins Darknet, deshalb solltest du nicht ins Darknet gehen, das Darknet und ist das Böse. Genau, genau. Und klar, ne, du, klar, kann man im Darknet immer da, wo Anonymität geschaffen wird, anonymer Raum, da wird es auch benutzt für illegale Sachen. Aber diese Sachen mit, ich bestelle mir einen Horrorclown und whatever, ich bestelle mir eine Freundin, habe ich gelesen, ne? Das ist Creepypasta und das hat nichts mit der Realität zu tun. Okay, aber ist das im Endeffekt fake, weil es Leute gibt, die das im Darknet faken? Oder, sage ich jetzt mal so ganz hart, lügen dich die Creator an, weil es das gar nicht gibt im Darknet? Also ich glaube, beides. Ne? Mhm. Es gibt im Darknet viele Services, die fake sind, also einfach Scam. Ne? So Klassiker wären Auftragskiller, fast immer Scam. Ich verdoppel deine Bitcoins. Auch so Standalone-Darknet-Seiten, also jetzt nicht auf dem Marktplatz, ich hacke das und das, auch Scam. Und ganz obvious faken die Creator selber auch. Ne? Also ich bestelle mir einen Clown aus dem Darknet oder ich schreibe mit irgendjemandem aus dem Darknet, boah, weiß ich nicht. Oder auch diese ganzen, es gibt ja immer diesen Film, wo Leute sich irgendwie gegenseitig jagen für Geld und irgend so ein Russen-Milliardär. Die Hunger Games in Russland. Hunger Games und so weiter. Ja, das ist fake. Hast du schon mal so also, eine Seite gesehen im Darknet? Guck mal, ich suche nach sowas nicht spezifisch. Okay. Ich habe aber sowas noch nie gesehen. Und ich glaube schon, dass in der YouTube-Welt, gerade wenn es um Darknet geht und gerade die Channels, die so ganz nah an Horror, Creepypasta und so sind,
dass da viel gefaked wird. Und es ist ja offensichtlich viel gestaged. Viele geben es ja auch offen zu. Also das kommt ja aus Amerika eigentlich, so diese ganze Creepypasta, Darknet-Szene. Und da ist ja alles gestaged. Mhm. Also, und das wird hier auch nicht viel anders sein. Ja, es gibt ja nicht, sagen wir mal, deutschen Content gibt es ja gar nicht so viel, aber also meistens beziehe ich mich jetzt auch auf englischsprachige Videos, ne, die auch bei TikTok wirklich, also ich denke, also ein Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, aber wirklich Millionen von Views pro Video. Und wenn man mal in die Kommentare geht, und das finde ich halt so krass, also nehmen wir mal diesen Horrorclown oder du bestellst eine Mother im Darknet, dann kommt so eine Zombiefrau zu dir nach Hause, fängt da irgendwie so an zu kochen. wenn du jetzt mal so einen Clip nimmst, so, ich klicke da drauf, ich sehe 10 Millionen Views. Klar, ist natürlich baity, ne? Ich habe eine Zombie-Mother im Darknet bestellt. Und dann gehe ich in die Kommentare und ich würde jetzt erwarten, dass jeder in den Kommentaren schreibt, fake. Ja, fake, fake, fake. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, das, was ich lese, ist 50-50. Ja, ich habe mir die Kommentare auch angeguckt. Es gibt viele Leute, die das glauben. Und es ist eigentlich scheiße. Ich finde, klar kannst du irgendwie Staged-Videos machen, aber das musst du halt dann so richtig klar kommunizieren. So, ne? Storytelling oder fiktive Geschichte. Genau, genau. Weil da wird natürlich ein Bild gezeichnet, das einfach so überhaupt gar nicht der Realität entspricht. Ne? Mhm. So ist Fakt. Und auch, wenn man über Darknet redet und gerade immer so dieses Horror hinher, boah. Ich finde es ganz schlimm, weil das Darknet ist natürlich, das ist nicht böse. Ich sage es immer wieder, ich schreibe da auch im Buch viel drüber. Das Darknet ist für viele Menschen wichtig. Wenn wir jetzt gerade gucken, Journalisten, Whistleblower, Menschen, die in Ländern leben, denen zensiert wird oder die auch für bestimmte Aussagen politisch verfolgt werden, die nutzen eben das Darknet einfach, um Informationen austauschen zu können. Ich denke auch gerade an dieses Facebook im Darknet. Richtig. Facebook ist ja auch ganz gesperrt. Genau, und im Darknet zum Beispiel ist es dann für alle zugänglich. Und du hast halt das Ding, wenn jetzt ein Regime sich dazu entscheidet, ich sperre Facebook, ist es über Darknet halt immer noch erreichbar. Und die Leute können Informationen teilen. Ganz aktueller Fall ist, dass die CIA im Rahmen des Russlandkrieges eine Darknet-Seite online gestellt hat und Russen sollen da eben Informationen teilen. Also das geht gezielt an Whistleblower, an russische. Würdest du sagen, weil das finde ich jetzt super spannend, dass das Darknet sowohl für das Böse, Drogenhandel, Waffen und so weiter, als auch für das gute, anonyme Whistleblower, Information immer noch Place to be ist? Oder wurde das Darknet eigentlich abgelöst? Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde, das Darknet, wenn ich jetzt so zurückdenke, am meisten Power hatte es, als noch nicht jeder davon wusste. Und jetzt ist es so ein bisschen Mainstream geworden, natürlich auch durch genau solche Videos, ne, Fake-Geschichten etc. Jetzt kommst du auch, machst Präventionsarbeit. Ne, da gibt es so YouTuber wie uns, die machen auf einmal so Selbstexperimente. Tomatolix hat das, glaube ich, auch schon vor 3-4 Jahren gemacht. Würdest du sagen, es ist immer noch Place to be? Oder geht man jetzt eigentlich schon so ran und sagt, okay, die Seite für Hitman ist wahrscheinlich, habe ich neulich auch wieder mitbekommen, Polizei oder steckt eh nur FBI hinter? Ne? Oder wurde das ersetzt oder nicht? Also, guck mal, ich finde, wenn man über Darknet redet, man ist ja so ein Begriff, den man relativ weit fassen kann, aber wir reden ja meistens dann über den Tor-Browser, über das Tor-Netzwerk. Ne? Mhm. Eine Telegram-Gruppe, in der man nur mit Einladung reinkommt, ist ja im Prinzip auch ein Darknet, ist ja nichts anderes. Ne? Ich würde sagen, viele Leute nutzen andere Kanäle mittlerweile. Ne? Auch wenn du dir gerade den Marktplatzbereich irgendwie anguckst, viele wurden gebastelt, wir wurden gebastelt, andere auch. Und die Leute haben dann natürlich auch Angst und sagen, oh, die Behörden können doch identifizieren, können die auch. Und dann wird gewechselt. Und wenn man jetzt Drogenhandel zum Beispiel mal nimmt, ist es so, dass die Marktplätze nicht mehr so groß sind wie früher. Die Kadenz, mit der gebastelt wird, die steigt. Was machen die Leute? Die steigen wieder um, entweder auf Direct Trade, Telegram, Riesenthema. Viel wird über Telegram gehandelt und Instagram natürlich. Mhm. Ne? Also es gibt viele Pages, viele Leute, die über Instagram verkaufen. Und ich würde schon sagen, dass jetzt, wo das Thema nicht mehr, also wo das Thema so Mainstream angekommen ist, nicht mehr so private, dass eben die dort Dienstleistungen anbieten oder waren, schon andere Wege suchen. Es gibt natürlich auch noch das andere, ne? Das Extrem, das eine Extrem ist irgendwie so, ich mache Telegram, Instagram, so Direct Trades, ne? Es ist kein Treuhänder mehr irgendwie dazwischen geschaltet. Und so diese neue Idee, weil natürlich immer, wenn Behörden irgendwas machen, wird reagiert, wie kann ich anonymer werden, sind dann so dezentrale Marktplätze, die auf einer Blockchain basieren zum Beispiel. Gibt es da schon welche, die sich so gerade etablieren? Nein, du musst jetzt auch keinen Namen nennen oder so, aber... Also das war schon vor Jahren so, dass es da immer mal wieder Versuche gab, aber richtig etabliert hat sich da noch nichts. Weil ich meine, klar, es ist halt ein Sweet Spot, ne? Du brauchst eine kritische Masse von Leuten, damit ein Service überhaupt Sinn macht, ne? Den auch anzubieten. Auf der anderen Seite, wenn es zu viele werden, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Weil dann ist die Chance hoch, gebastelt zu werden. Ganz genau. Was mich jetzt interessiert, ihr hattet ja den Marktplatz, ne? Und da wurden ja auch Drogen drüber verkauft und so weiter. Ich glaube aber, du hast auch in
dem anderen Interview schon gesagt, was wir hochgeladen haben, du hattest Waffen und so auch gebannt. Ne? Das gab es bei euch ja gar nicht. Wie ist denn das, wenn man hochgenommen wird? Haben die, also wurden diese ganzen Daten von den Dienstleistern, von den Käufern, hattet ihr die echt so gespeichert? Also hat die Polizei diese Daten? Oder ist das schon so, dass die jetzt im Endeffekt wenig Probleme bekommen? Das fällt mir jetzt gerade so ein, weil... Es ist bei uns so gewesen, dass ja durch den Bast und also vorher schon, bevor wir verhaftet wurden, wurden die Server sichergestellt durch die Beamten, durch das BKA. Die hatten dann Zugriff auf unser Backend und auch auf die Datenbank. Und dann ist es natürlich so, dass die Verantwortung im Endeffekt beim Käufer, Verkäufer liegt. Wie wird kommuniziert? Wie wird zum Beispiel die Adresse übergeben? Klartext oder PGP verschlüsselt? PGP verschlüsselt, kein Problem. Klartext, wenn so ein Marktplatz gebastelt wird und da stehen Infos drin, dann musst du davon ausgehen, dass du Besuch kriegst. Aber das andere ist natürlich, als Käufer, glaube ich, wenn du da kleine Mengen bestellt hast, das ist den Aufwand nicht wert für die Justiz. Aber Verkäufer, also ich weiß, dass durch so Busts wie zum Beispiel den Dark Market nach uns, da gehen die Behörden gezielt hin und sagen, okay, ich hole mir die Top 100 und die wollen mir jetzt ermitteln. Und wenn du dann Fehler machst in der Kommunikation und der Marktplatz gebastelt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass du Besuch kriegst. Ne? Würdest du sagen, also genau, das finde ich nämlich ganz spannend, weil dadurch, dass eben so viel drüber geredet wird, ich denke an diesen einen populären Fall jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das auch nur als Short gesehen, es war in den USA, da hat wirklich, ich weiß nicht, FBI, CIA, aber auf jeden Fall Polizei, FBI-Behörde, wer auch immer, hat so eine Hitman-Seite online gestellt und da war eine Frau, die hat quasi einen Auftragsmord da irgendwie eingegeben und so weiter, wollte ihren Mann umbringen. Und dann haben die das sogar mit versteckter Kamera gefilmt. Ja. Kennst du die Szene, wo die so ins Auto steigt zu dem Ermittler sozusagen und der ihn wirklich, der da so ein paar Fragen stellt, okay, wie sollen wir deinen Mann irgendwie umbringen? Und sie fragt, ja, wird der Schmerzen haben? Und die lacht dann sogar und sagt, ah ja, voll gut und so. Ja, ich will den umbringen, weil, und ich überlege jetzt gerade, sie meinte irgendwie, das ist leichter als Schluss zu machen. Ja. Und damit ist sie vor Gericht gegangen und wurde dann auch dementsprechend verurteilt. Ja. Und ich finde das aber so aus der Perspektive, wenn ich das so sehe, okay, komplett objektiv, wenn die Polizei so etwas macht, dann bringt die das, finde ich, eigentlich noch mehr alles so ins Rollen. Weil wenn eh diese ganzen Hitman-Seiten fake sind, warum will man sozusagen dieses Thema überhaupt noch schüren? Ja, das ist so ein ganz schwieriges Thema. Und in Deutschland ist es auch gar nicht so einfach möglich, weil du ja dieses Verleitung zu einer Straftat hast. Ne? Also so, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, in der Form wäre das in Deutschland nicht möglich. Was aber natürlich schon gemacht wird, auch in Deutschland sind Honeypots. Das heißt, Marktplätze werden übernommen und dann wird weiterlaufen gelassen. Und dann werden Leute identifiziert. Ne? Okay, das verstehe ich, weil da war die Grundidee von jemand anders. So, da gab es irgendwie einen, der hat diese Grundidee gehabt. Zum Beispiel, wenn euer Marktplatz, der war jetzt nie ein Honeypot. Ne? Der wurde, oder doch, da wurden die Server ja auch beschlagnahmt. Ja, bei uns war halt das, ich gehe davon aus, man hätte das noch, wenn ich eine Behörde wäre, hätte ich es weiterlaufen lassen. Dadurch, dass wir den Exit-Scam gemacht haben, mussten die natürlich reagieren. Ne? Weil die natürlich dann denken, warum das Geld geht okay weg, hauen die ab. Kommt noch dazu. Aber ich überlege jetzt gerade, okay, da war die Grundidee von jemand anderem. Aber ich finde es, wenn jetzt ein Polizist hingeht oder welche Behörde auch immer, setzt selber die Seite auf, Juicy Text, irgendwie baut eine Landingpage bei ClickFunnels mit wackelnden Button und sagt, okay, der Auftragsmord nur noch heute vergünstigt. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ja, ich finde das auch. Also guck mal, ich finde auch, ich finde okay und ich finde, so muss man auch als Behörde arbeiten. Ne? Wenn ich so wäre, ich würde es auch so machen, nimmst du den Marktplatz, lässt weiterlaufen, natürlich. Weil die Leute, die da sind, ist die Idee von jemand anderem, die nutzen schon, die kaufen schon. Oder du machst dir einen Verkäufer-Account, ne? Weil auf einem Marktplatz, weil das sind auch Leute. Aber wenn du aktiv einen Service machst, also beispielsweise jetzt, ich mache einen Drugshop und bewerbe den dann im Darknet. Es ist Gelegenheit nach Liebe. Ja, und das ist dann schon schwierig. Aber das ist in Deutschland eben nicht möglich und das will die Justiz auch nicht, weil das wäre eben aus meiner Sicht Verleitung zu einer Straftat. Aber bei dieser Darknet-Thematik wird halt immer international ermittelt. Mhm. Ne? Und wenn jetzt, gehen wir mal von aus, du bist jetzt Drogenkäufer oder du willst jemanden umbringen lassen. Gehen wir mal davon aus. Ja, gehen wir mal davon aus, du willst jemanden umbringen lassen. So. Drogenkäufer. Also du willst Drogen und du willst jemanden umbringen lassen. Chris zum Beispiel. Und dann findest du eine Seite im Darknet und die sagt, hey, du kannst zu mir kommen, einen rauchen und ich bringe auch noch jemanden um für dich. Und die machen krasses Marketing und denkst, boah, du siehst es zwei, drei Mal und denkst, ich schlag zu. Dann ist es ein Honeypot vom FBI, okay? Was passiert jetzt? FBI sagt, Bro, das ist ein Deutscher zum BKA und die klingeln dann bei dir und sagen, komm mal mit. Das heißt, dann wird das indirekt gemacht quasi. Obwohl sozusagen, ja, ich verstehe. Also das wäre zum Beispiel eine Option, weil das
lässt man sich natürlich auch nicht entgehen dann. Aber ich finde, um vielleicht den Part mal so zusammenzufassen, dadurch, dass es eben so Mainstream ist, dass es diese Stories gibt, dass teilweise auch, wie gesagt, irgendwie internationale Behörden selber so Honeypots oder Gelegenheiten irgendwie erschaffen, finde ich, wird das Darknet eben auch in so eine Richtung gerückt. Voll. Weil sind wir mal ehrlich, oder nehmen wir uns auch gar nicht raus, weil das schreibt sonst wieder jemand in die Kommentare wie letztes Mal, auch wir benutzen natürlich beim Thumbnail eine düstere Atmosphäre. Klar. Du benutzt die Musik, ne? Wie viele Thumbnails haben irgendwie diese Matrix-Schrift und so weiter. Also du hast natürlich schon so diesen Vibe und das macht ja auch Sinn irgendwo. Ja, natürlich. So, aber ich finde, es gibt so eine Grenze. Und die Grenze ist halt wirklich so, wie du es eigentlich am Anfang gesagt hast, fiktive Geschichten, die nicht gekennzeichnet sind. Ja. Weil damit, also wenn du diese Videos guckst und du glaubst, warum auch immer, ne, geringer IQ, zu wenig Aufklärung, whatever, bist zu jung, keine Ahnung davon, und du glaubst das, dann finde ich, hat das Darknet auf einmal ein ganz falsches Bild. Komplett falsch, ja, komplett. Und das kann auch im Umkehrschluss, so sehe ich das, gefährlich werden. Ja, klar. Weil auf einmal nimmst du das vielleicht auch gar nicht mehr so ernst. Ja. Weil du dir so denkst, ah ja, komm, da ist doch eh alles fake. Und dann landest du wirklich mal in so einem Forum, da sprechen wir jetzt gleich drüber, weil wir haben ein paar Dienstleistungen rausgesucht, ne, wo du sagst, ich vermute, die sind wirklich echt, die werden funktionieren, wir werden das natürlich im Selbstexperiment ausprobieren, aber ich finde, sowas wird dann oftmals auch so gar nicht mehr so ernst genommen. Weißt du, weil ich gehe da auch durch diese Service und da sind welche, die sind, also ich will das jetzt gar nicht alles nennen, aber bei manchen Services denkst du, okay, das kann eigentlich gar nicht angeboten werden, ne? Aber das hat man auch so im Hinterkopf, weil es eben so viel Fake gibt. Ja. Ne? Weil du davon ausgehst, okay, hier gibt es 200 Euro und die sind weg. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Person dann das und das wirklich macht. Ne? Wir haben genau ein Beispiel, den wir nennen können, haben im Vorfeld drüber geredet, es gibt ja diese Karrieren zerstören. Service, ne? Das heißt, du gehst zu einer Person und sagst, hey, Chris Umbringen hat nicht funktioniert, jetzt will ich seine Karriere zerstören. So, und dann haben die wirklich so komplett aufgelistet, was du da kaufen kannst. Ja. Und dann zahlst du halt Summe X und dann fängt das an, ich kann es ja mal sagen, ich habe ja selber die Konversation mit der Person geführt, am Anfang Fake-Anrufe. Okay, ist noch so nach dem Motto, Nummer wird irgendwie geleakt in irgendwelchen Foren, bla bla bla. Dann aber auch wirklich, die schicken Prostituierte dahin. Ja, die klingeln da irgendwie, stell dir vor, einen Ehemann oder so, Prosti klingelt, sagt, ah, Chris, ja, schön, dich wiederzusehen. Die Frau steht im Hintergrund, sagt, woher kennst du die Frau? Nein, nein, ich kenne die gar nicht, macht halt Trouble. Na, oder weitergehen zu deinem Arbeitgeber und sagen, ja, die Person hat vielleicht was mit Kinderpornos zu tun. Photoshoppen irgendwelche Bilder und so weiter. Ja. Na, und das war wirklich so ein, konntest du wirklich diese Dienstleistung kaufen. Das war wie so ein Coaching. Also das war wirklich so ein Bronze-Silber-Gold-Paket. Und dann hast du am Anfang so, okay, das nervt nur. Na, auch Leute hinschicken, die nachts klingeln und so weiter. Silber war dann wirklich, das zerstört schon was. Eine Arbeitsbeziehung oder auch eine Liebesbeziehung. Und Gold war dann wirklich, wir zerstören sein Leben. Komplett Leben, ja. So. Und das zahlst du halt für einen gewissen Preis und oftmals, also gibt es viel Fake, aber diese Dinge gibt es halt auch wirklich. Ne? Die Dinge gibt es wirklich und das ist halt genau das Ding und das ist auch so diese Riesengefahr, nicht nur vom Darknet, sondern auch so Cybercrime-Communities allgemein, dass die jungen Leute, und die Szene ist sehr jung, das oft auch so als Spiel sehen. Ne? Genau. Und da hört halt der Spaß auf, weil das hat ja wirklich Konsequenzen im Endeffekt. Ne? Genau, und das fand ich halt so krass, weil ich habe das selber durchgelesen. Und ich musste im ersten Moment so schmunzeln, weil ich dachte, das ist fake. Ja. Weißt du, so nach dem Motto, oh, was denkt sich da wieder jemand aus? Und dann habe ich ja mit dir geredet und du hast gesagt, oh, das kann schon echt sein. Und da habe ich mit der Person ein bisschen hin und her geschrieben und dann war das so, ja, soll heute die Person geswattet werden? Sollen wir hier Notarzt hinschicken, Feuerwehr hinschicken und so? Und das ist ja wirklich, du, ein junger Typ vielleicht, ein Teenager oder so, denkt sich vielleicht sogar, jo, ist das ein Joke? Ich glaube, in einer Netflix-Doku habe ich das sogar neulich auch mal gesehen, wo beim Swatten jemand umgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine relativ neue Doku-Reihe. Und dann habe ich mir das so angeguckt, da ist jemand beim Swatten umgekommen, weil die Polizei ist hin, hat gestürmt. Ich glaube, der Vater oder der Opa oder so wurde einfach erschossen, weil die Polizei nicht reinlassen wollte. Der stand so im Eingang, ne, und in den USA, die haben das so gestürmt. Ich weiß nicht, warum sozusagen dieser Swat war. Ich glaube, so hält irgendwie die Frau gefangen und so. Und da ist die Polizei rein, hat jemanden ermordet. Ja. So. Und die Person, die das in Auftrag gegeben hat, hat das dann so mitbekommen und dann wird quasi in dieser Doku auch so gezeigt, dass der das halt gar nicht gecheckt hat, was das für Auswirkungen hat, hat genau. Sich versucht, da rauszureden und so weiter. Das, finde ich, wird aber geschürt durch diese Fake-Geschichten. Ganz genau. Und das ist ja auch das, wo ich irgendwie probiere, auch jetzt gegenzuarbeiten, weil auch ein Darknet-Marktplatz und auch Kreditkartenbetrug und so weiter, das ist ja ganz ähnlich. Du sitzt zu Hause, machst dir einen Spaß, fühlt sich alles an wie ein Spiel, wir trinken hier irgendwie eine Coke, aber auf irgendwo anders auf der Welt hat das harte Konsequenzen für irgendjemanden, weißt du? Und das ist halt das Ding,
Aber es ist einfach, weil macht ja alles Spaß, ist alles lustig. Du sitzt nur hier, du musst dich damit nicht beschäftigen dann, ne, in der echten Welt. Und das ist halt so der Unterschied. Aber es ist halt nicht alles Spiel und Spaß und Fake, sondern es gibt durchaus Services und Dienstleistungen, die sich krass anhören, aber die einfach gemacht werden und durchgeführt werden. Ne? Du hast jetzt hier mal ein paar Dienstleistungen rausgesucht mit mir, wo du selber sagst, okay, ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich funktionieren, dass die nicht fake sind. Die sind irgendwie so im Rahmen, ich sag mal so im Sweet Spot, und wir haben jetzt auch extra keine genommen, die jetzt gar nicht klar gehen, sag ich mal. Ja. Haben uns auch dagegen entschieden, beispielsweise so einen Service zu testen, wie eine Karriere zu zerstören. Ja, ich habe selber mit der Person ein paar Mal hin und her geschrieben, da ging es wirklich darum, Prostituierte, Schläger dahin zu schicken, teilweise auch Polizeieinsätze und so weiter. Und dafür wollen wir überhaupt nicht verantwortlich sein, falls es am Ende wirklich funktionieren würde. Das sind jetzt die drei, die wir testen werden. Und das erste ist einfach mal so ein Kfz, im Endeffekt so ein Anhalter-Service zu gucken. Okay, ein Halter-Service, wer steckt dahinter? Genau. Warum glaubst du, dass das funktioniert? Das müsste ja jemand bei der Polizei sein, der wirklich ein Zeichen eingibt, ein Kennzeichen und sagt, okay, das ist der Halter des Fahrzeugs. Ja, also das sind Services, die gibt's und gab es auch in der Vergangenheit immer wieder, und ich weiß, die funktionieren. Ne? Kann natürlich jetzt auch in dem Fall Scam sein, sieht aber legit aus, würde ich sagen. Und das funktioniert im Endeffekt genau so. Da ist jemand, der hat Kontakt in eine Behörde, die eben eine Haltabfrage machen darf. Mhm. Und entweder ist er selber in der Behörde oder er hat einen Kontakt, der hat auch mitverdient. Ne? Geht halt einfach um Geld. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es funktioniert. Und das ist ja eigentlich ein mega Erschrecken. Als Autofahrer hoffst du ja, dass genau das irgendwie nicht passieren kann. Aber da bin ich mir 90% sicher, dass es funktionieren wird. Okay, wir werden das in Auftrag geben. Jetzt frage ich mich, kann das vielleicht auch sein, dass das im Endeffekt eine Trap ist? Kann da auch die Polizei hinterstecken, die sagen, okay, wir legen das mal? Du hast gesagt, es ist schwierig, weil in Deutschland wäre das Anstiftung zu einer Straftat sozusagen. Was denkst du in dem Fall? Nee, ich glaube, es ist kein Trap. Du glaubst, jemand ist da geschmiert oder verdient sich nebenbei also, ein bisschen es Kohle? Es gibt immer wieder auch so Beispiele auch aus der Vergangenheit, wo eben schon Leute aus Behörden und so weiter da eben mitgearbeitet haben. Auch wenn man an Ausweise denkt. Krankenhäuser ist so ein Riesending. Die Menschen, die Medizin verkaufen, ne, Benzos und so weiter, sind ganz viele, die eben in Krankenhäusern arbeiten und das dann mitnehmen. Ne. Und so ist es auch mit Behörden teilweise. Na, auch nur Menschen. Das heißt, das wäre jetzt so ein Service, den könnte man benutzen. Du siehst irgendwie ein Auto, keine Ahnung, der ist irgendwie an dir vorbeigefahren, so eine hübsche Frau drin, der Typ sagt, komm, ich will mal wissen, wem gehört das, findet den Namen raus. Ja. Na, das ist dann weit gedacht auch, also auf toxische Art und Weise kann man das benutzen zum Stalking wahrscheinlich. Klar. Na, um wirklich auch jemanden irgendwie ausfindig zu machen und kriegt natürlich auch komplett intime, private Details, Daten, die du eigentlich nicht bekommen solltest. Ja. Der zweite Service, den wir ausgesucht haben, den finde ich jetzt super spannend, ist ein sogenannter Crypto-to-Cash-Service. Ja. Das heißt, es ist ja nicht so leicht, ne, wenn du jetzt Bitcoins hast, klar, du kannst zu so einem Automaten gehen, haben wir in den USA selber mal gesehen, kannst du da jeden Tag irgendwie das Geld abholen. Hier ist es jetzt allerdings so, du überweist auf eine Adresse Bitcoins und kriegst in einen Briefumschlag das Geld via Cash. Ich denke natürlich sofort an Geldwäsche. Ja. Und ich denke natürlich auch direkt an Geld, was wahrscheinlich aus irgendeinem Raubüberfall oder so stammt, was da gewaschen wird. Guck mal, also das Ding ist, diese Services existieren ja eigentlich, also safe, legit erstmal, hundertprozentig, bin ich mir echt sicher. Aber du hast nichts damit zu tun. Prozentige, Martin promoted, so, also das könnte ich schon. Ich spuck nicht mal mehr einen Kaugummi auf den Boden, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, guck mal, diese Services existieren halt, weil es natürlich schwierig ist, als Krimineller, sage ich jetzt mal, Bitcoins auszucashen. Ja. Ja, auch einfach, wenn du nicht versteuern willst. Klar, du hast damit getradet, hast irgendwie eine Summe damit verdient und so weiter. Ja, und sagst dir jetzt, okay. Aber das ist schon, das richtet sich schon eigentlich an Kriminelle, weil die Prozente sind natürlich auch dementsprechend hoch, die diese Trader dann nehmen. Und es ist eine gängige Praxis in der Szene tatsächlich, dass man sagt, schick mir Bitcoins, ich schicke euch Cash per Brief. Mhm. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das legit ist und das funktionieren wird. Weil die Leute natürlich Bargeld wollen. Ja, die wollen ja, Bargeld. Und da, das gibt es schon, seit es Bitcoin gibt, gibt es diese Services. Klar ist auch immer mal wieder irgendwie Scammer dabei. Aber im Endeffekt ist es so, dass ja solche Exchanger sehr gutes Geld verdienen auch damit. Eben weil die viele Prozente nehmen. Und die bauen sich über die Zeit einen Ruf auf. Und erst dann traden die ja natürlich auch diese größeren Summen. Deswegen würde ich sagen,
wird safe funktionieren. Okay, und der letzte Service, den du mit rausgesucht hast, ist quasi der, einen eigenen Shop aufzubauen. Also ein Drogenshop fürs Darknet sozusagen. Ja. Was ist überhaupt das Besondere an so einem Drogenshop im Vergleich zu irgendwie Shopify oder so, was wir für unser Dropship-Video benutzt haben? Und warum glaubst du, dass der Service legit ist? Weil da kann ich jetzt ja auch schlecht irgendwie zur Polizei gehen und sagen, jo, ich wollte mir da einen Drogenshop aufbauen, der hat mich gescammt und der ist gar nicht gut oder er wurde gar nicht gebaut. Ja, guck mal, also eigentlich prinzipiell gesehen ist ja so ein Shop im Darknet nichts anderes wie im Clearnet. Mhm. Von der Technik alles gleich. Ne? Aber es gibt natürlich Anbieter und Shopsysteme, die sind spezialisiert auf Kreditkarten, bla bla bla, PayPals, Accounts und eben auch auf Drogen. Also das war auch früher schon so, dass das immer angeboten wurde. Und wenn du jetzt sowas in Auftrag gibst, sagst du, ich will meinen eigenen Drogenshop, der wird ein Skript aufsetzen, das er schon ein paar Mal geschrieben hat, wird es ein bisschen umändern, ne? Ein bisschen an deinen Style anpassen. Aber du wirst ein Skript kriegen. Du wirst einen Shop kriegen. Die Frage ist jetzt natürlich, und das gab es auch in der Vergangenheit, ist dann Backdoor drin? Okay, weißt du? Dass am Ende das Geld irgendwie zu dem Shop-Ersteller geht oder so. Das kann passieren, dass der einen Backdoor drin hat und guckt, was läuft und irgendwann dann mal sagt, okay, ich packe da jetzt meine Bitcoin-Wallets rein. Okay, wir werden das mal testen, mal sehen, was wir dann da drin verkaufen. Vielleicht am Ende des Tages auch dein Buch. Ja, das gibt es ja jetzt ab sofort vorzubestellen. Vielleicht auch bald in unserem Shop im Darknet. Wer weiß, vielleicht bauen wir da was drumherum mit ein bisschen Marge noch oben drauf. Selbstverständlich. Gibt es irgendwelche Dienstleistungen, was ich jetzt auch noch spannend finde? Ich bin ja jetzt in diesen ganzen Listen, werde auch noch mal ein bisschen gucken, vielleicht noch ein, zwei dazu adden. Gibt es welche, wo du sagst, die sind eigentlich erschreckend, die gab es früher mal, aber heute nicht mehr? So welche, die wirklich legit waren? Oder was sind so die heftigsten Services, wo du sagst, das gab es mal, mittlerweile ist es aber fast tot oder alles fake? Guck mal, also ich weiß, es ist nicht mega heftig, aber damals war das Thema Sportwetten noch sehr vertreten vor diesem ganzen Skandal. Mhm. Und da hat es auch geklappt. Da haben viele wirklich auch das angeboten, gefixte Spiele und so weiter. Und das war wirklich legit. Heute findest du sowas gar nicht mehr, weil nach dem Skandal hart reguliert. Also du findest schon noch Anbieter, alles Scam. Und ich weiß tatsächlich von früher einen Fall, das hat auch in der Szene wirklich die Runde gemacht. Da gab es jemand, der hat angeboten, ich mache Leute fertig, aber nicht, ich schicke dir einen Taxifahrer oder einen Dönermann, sondern ich schicke dir ein paar Albaner, die jemanden die Beine brechen. Okay. Und ich weiß, dass es gab einen Fall, da hat einer aus der Szene, der war 17, 18 damals, ganz jung, hat jemand anderen gescammt. Kam raus, der wurde dann gedoxt. Also die Adresse wurde revealed, wer das ist. Auch im Darknet, in so Foren ja, und so. Genau, so hey, genau. Das ist und dann hat jemand hat den Service gebucht und hat gesagt, brech dir die Beine. Und da gab es auch ein Video. Ah, die haben da wirklich das ein Video rum, ja, als Proof. Und das habe ich Gott sei Dank nicht wiedergefunden, sowas, jetzt heutzutage. Aber da sieht man, das alles ist kein Spaß. So, und das hat alles irgendwie richtig harte Konsequenzen. Definitiv. Also deshalb und auch für den, der das jetzt aus der Anonymität irgendwie beauftragt und sagt, brech dir die Beine, haha, lustig. Aber da ist ein Mensch mit 17, 18, den hast du die Beine gebrochen, der wird vielleicht nicht mehr laufen können in seinem Leben. Und da bist du, der verantwortlich ist. Da ist auf der anderen Welt irgendwie 17, 18-Jähriger, dem werden die Beine gebrochen, der kann vielleicht nie wieder laufen in seinem Leben. Du machst dir aber, wenn du das buchst, gar keine Gedanken darüber. Auf der anderen Seite bist du und du bist verantwortlich. Und das wird dich einholen irgendwann. Entweder im Kopf oder auch die Justiz, ne, natürlich. Und dann sitzt du vor Gericht, so ging es mir auch, und kriegst eine fette, dicke Strafe reingedrückt. Und das muss sich jeder bewusst machen, der in solchen Kreisen unterwegs ist, Cybercrime, Darknet, und der denkt, das ist so ein rechtsfreier Raum, ist er nicht. Und das ist mir auch echt wichtig noch zu sagen, Leute, das hat alles Konsequenzen, was ihr da macht. Und jede Kleinigkeit, jeder Klick, der irgendwie illegal ist, wirkt sich auf andere Menschen und auch auf dein Leben dann im Endeffekt. Ne? Ich habe es gemerkt. So, ich habe mega Leid über die Leute gebracht. Ne? Drogenhandel ist überhaupt kein Spaß. Mhm. Wenn wir an Südamerika denken, da sterben jeden Tag Menschen fürs Geschäft. Man ist mitverantwortlich als Konsument, als Verkäufer, als Marktplatz. Wenn du das aber realisierst, hast du die Scheiße schon gemacht. Ja, und das liegt, um es vielleicht auch noch mal irgendwie da mit reinzubringen, natürlich auch an diesen ganzen Fake-Stories, weil man es nicht mehr ernst nimmt. Klar. Und ich habe mir die Angebote angeguckt auf verschiedenen Seiten, jetzt auch gerade dieser Karriere-Zerstören-Modus. Das sieht ja nicht aus wie ein, sage ich mal, neutrales Angebot. Nein. Sondern diese Seiten sind aufgebaut, als wäre das Spaß und Spiele. Also ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber es sieht ein bisschen aus wie so eine Landingpage, für irgendein Coaching auf oder jeden so. Fall. Du hast wirklich Buttons, du hast natürlich bunte Schriften, du gehst es da drauf. Es wird Feedback gezeigt, so, ne? Genau. So Bewertungen. Da wird genauso mit Marketing gearbeitet und auch mit Call to Action und so und Cliffhangern.
Wie im echten Leben, sag ich jetzt. Ja, muss man wirklich sagen. Also das ist wie, wenn du echt einen Handwerkerservice bestellst und da ist das halt wirklich ein Service, der eine Karriere oder eine Beziehung zerstört. Ja. Aber so wird geworben. Ne? Auch Verkäufer antwortet innerhalb von einer Stunde, der ist trusted, du kannst ihn bewerten. Du hast gesagt, Kundenrezension. Und das ist ja schon krank, wenn du überlegst, dass jemand sagt, jo, dein Service und die Beziehung von XY zu zerstören hat super funktioniert, kann ich nur weiterempfehlen, habe ich jetzt schon zweimal gebucht. Das musst du mal überlegen, ey. Das ist krank. Ja. Ne? So Trustpilot auf Dark. Niveau. Und deshalb, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier erstmal welche, zumindest die du rausgesucht hast, die wir alle verantworten können, machen das auch immer mit unseren Daten, ne? Alles in einem abgesprochenen Circle, werden mal schauen. Ich gucke trotzdem noch ein bisschen, ob ich ein, zwei andere Sachen finde, die ich ganz fancy finde, vielleicht noch mit reinnehmen. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich klappt, ob wir wirklich einen Briefumschlag haben, wo am Ende Cash drin ist. Es wird klappen. Okay, wenn man sich jetzt mit dem Thema Darknet beschäftigt oder auch so einen Artikel liest, ein YouTube-Video, was würdest du jetzt sagen, es richtet sich vor allen Dingen auch vielleicht an jüngere Leute oder einfach unerfahrene Leute, die noch nicht so viel davon mitbekommen haben, was ist ganz, ganz wichtig? Also bist du jemand, der sagt, geht gar nicht erst rein, ladet euch nicht den Tor-Browser? Oder bist du jemand, der sagt, doch, Erfahrung schon machen, aber es gibt ein paar Dinge, auf die man achten sollte? Also guck mal, ich finde auch immer, gerade bei Cybercrime, du kannst ja dich vor Sachen nur schützen, wenn du sie verstehst. Ne? Ich glaube aber nicht, dass ein 16-, 17-Jähriger irgendeinen Grund hat, sich einen Tor-Browser zu installieren. Ehrlich nicht. Mhm. So glaube ich nicht. Aber natürlich, ich sage immer, wenn ihr unterwegs seid, und da geht es auch gar nicht so um Darknet oder Cybercrime, sondern achtet auf eure Privatsphäre, ladet nicht irgendeinen Müll runter. Ne? Habt einen Antivirenschutz und vor allem, was ich immer ganz gut finde, einfach irgendwie nutzen VPN. Ne? Mhm. So, das mache ich gerne gar nicht. Also VPN, ne? So, das denken ja auch ganz viele, hundertprozentig anonym. Die locken fast alle. Aber du musst ja nicht unbedingt deinem Service Provider irgendwie zeigen, was du machst. So, das sind so meine Tipps. Aber ganz ehrlich, ich würde mich mit dieser Thematik Cybercrime, Darknet so aktiv auseinandersetzen, wenn du ein gefestigter Mensch bist. Weil mit 15, 16, 17, wir haben ja auch schon drüber geredet, wie das alles aufgebaut ist. Das ist Matrix Neo, das sieht alles interessant aus, wie ein Spiel. Und dann kommst du da vielleicht rein. Ich habe am Anfang auch nur gelesen. Mhm. Ja? Ja, du bist in irgendwelchen Foren und du denkst, genau. Okay, das ist halt so ein spannendes Storytelling. Ja, richtig. Dann liest du und am Anfang hast du eine Hemmschwelle. Mhm. Aber die baut sich natürlich ab, je mehr du in dem Thema bist. Und du wirst dann irgendwann Täter. Und das ist dann ganz leicht, das fühlt sich auch nicht kriminell an. Mhm. Da haben wir was bestellt, genau. Ach komm, ist doch nur Bitcoin, ist da kein echtes Geld. Richtig. Ist ja nur mein Digitales auf der Börse. Richtig, Mann. Und ich schreibe mit vielen aus der Szene, 16, 17, die machen Kreditkartenbetrug, alles. Aber wenn bei denen dann die Polizei vor der Tür steht. Dann merkt man so, ey, fuck, das war nicht nur mein Monitor, sondern it's the real life. Bro, so. Und dann ist es aber zu spät. Ja. So, deswegen, also ich würde sagen, natürlich, man muss sich mit diesen Themen beschäftigen. Man so auch gerade Cybercrime, Ransomware, Trojanern, aber man muss gefestigt sein, man sollte nicht mit 16, 17 auf solchen Boards unterwegs sein. Lest das Buch lieber. Ja, in deinem Buch geht es halt im Endeffekt darum, ne, so ein bisschen auch die Background-Geschichte, sag ich mal, wie du da rangekommen bist. Das hast du auch im ersten Video schon gesagt, das fand ich halt sehr spannend, weil wir haben so ein bisschen den gleichen Background, beide irgendwie mal so ja, Gamer gewesen, ne? Viel vom Rechner. Ich war damals auch in irgendwelchen Bula-Bula-Boards und so. Das waren auch schon so Hackerforen, ne? Damals Wars.org und was es da alles gab, Kinox.to und so. Genau so die Vorstufe. Genau so, dann kam Napster und du hast irgendwie so weitergemacht. Ich habe weitergemacht. Und ich bin so Richtung Gaming gegangen. Ja. Und ich glaube, wenn man damals so weitergemacht hat, ist man da voll schnell reingekommen. Voll. Weil, wie du schon sagst, ne? Die Hemmschwelle ist ja gering. So am Anfang findest du das fancy, dass es sowas gibt. Dann bist du selber drinne, dann schreibst du mit den Leuten. Dann kennst du jemanden, der damit gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, das funktioniert. Da kannst du den Kinofilm auch gucken. Da kannst du das Lied auch runterladen. Du brauchst die 3,99 gar nicht zahlen. Und irgendwann ist es so dieses, okay, Kreditkarten. Ja, okay, Paysafe-Card. Warum zum Kiosk gehen und 100 Euro zahlen, wenn ich da 100 Euro Guthaben für 50 kriege? Ja, richtig. Und so fing das an. Ich kenne selber Leute, die damals in World of Warcraft ihr Abo mit so gecrackten Karten gekauft haben. Gefaked, ja. Das war ein Riesending früher. Also ist ja immer noch so. Alles, was an Guthabenkarten, irgendwie PSN, Amazon, jegliche Spielekarten irgendwie Guthaben, das wird natürlich gefaked. Die bieten das günstiger an und die Kids denken dann, ja geil, registriere ich, ne, mache ich. Aber natürlich irgendwann blickt der Shop auch, hey, warte mal, die Zahlung war fake. Welche Nummer waren das? Wer hat die eingelöst? Und dann macht es Ding-Dong. Und ich glaube, dieses Ding-Dong, egal ob es jetzt wirklich an der Tür ist oder am Anfang nur ein Brief, das ist wahrscheinlich dann der Moment, wo man so denkt, okay, fuck, jetzt eigentlich zu spät.
So, und deshalb, meiner Meinung nach, sollte es viel mehr Prävention in dem Bereich geben, auch wirklich mal aufzuklären oder auch, es gibt halt kein FSK oder so im Darknet. Darf man auch nicht vergessen. Du kommst sehr schnell auf eine Seite, wo auf einmal ein Service angeboten wird und du dir vielleicht als 14-, 16-Jähriger denkst, holy shit, echt jetzt? So, aber du realisierst noch gar nicht, was passiert im Backend, wenn du nur diesen Klick machst. Null. So, du machst ja nur diesen Klick. So, okay, zu einem Kollegen Polizei schicken? Ja, komm. Geil, ausprobieren. So, ob das passiert, so, und dann wartest du so und meldet er sich, ne? Oder wie in dem Fall, was ich meinte aus dieser Netflix-Doku, vielleicht meldet sich aber auch irgendwann der Kollege und sagt, jo, mein Vater wurde heute erschossen. Aber guck mal, überleg mal, das ist ja dieses Beispiel, wie krank das ist. Da ist jemand, der will Spaß machen. Mhm. Der klickt und es ist ein Mensch tot später. Dein Leben ist, du wirst ja nie wieder glücklich. Ja. Und deshalb super wichtiges Thema. Ich danke dir mal wieder für den ganzen Input. Sehr gerne. Ne, zum Thema Darknet, Dienstleistung, was ist fake, was ist nicht fake. Vielleicht noch so abschließend die Frage an dich. Okay, ich bin jetzt jemand, der das super spannend findet. Du hast gesagt, als junger Mensch würdest du nicht reingehen. Ne, als vielleicht irgendwie gefestigter Mensch zumindest mal sich so einen Überblick verschaffen oder so. Wie komme ich denn, wenn ich jetzt ins Darknet gehe, mal auf die Seiten, die für das Gute da sind? Whistleblower, Informationen und so weiter. Gibt es da auch so, sag ich mal, die gute Seite des Darknets oder ist es unterteilt? Gibt es da eigene Foren, eine eigene Sparte? Also es ist tatsächlich so, dass im Darknet musst du ja die Adresse kennen. Mhm. Du kannst ja nicht einfach googeln. Aber man kann im Clearnet einfach mal googeln, was gibt es denn für Darknet-Seiten? Auch Facebook, andere soziale Netzwerke, CIA bietet so Sachen. Ne? Und da findet man schon viel. Und dann sich einfach mal damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch ein Verständnis dafür bekommen, dass es eben nicht nur diese Dark Side ist. Richtig. Perfekt. Ja, ich würde sagen, das war's an der Stelle. Martin, vielen Dank. Dein Buch ist draußen. Wer mehr Background haben will, das Ganze ist unten drunter verlinkt. Ja, checkt auf jeden Fall auch nochmal seinen Kanal aus. Auf YouTube bist du ja auch aktiv, machst verschiedene Videos, die ich mir auch immer wieder reinziehe. Ich finde es super spannend. Ich werde da am Ball bleiben. Es kommt ja noch einiges. Und ja, wir hoffen, wir konnten ein bisschen weiter aufklären Richtung Darknet. Was ist das wirklich? Was für Gefahren lauern dort? Lasst uns gerne einen Kommentar da, schreibt eine Rezension. Und ja, ich bin sicher, wir werden uns nochmal sehen. Auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn es dann echt klingelt, weil wir irgendwelchen Cash oder irgendwelche Drogenshops im Darknet gekauft haben.